hätte ich die Flucht gar nicht gemacht. Das ist ein großes Tabu überhaupt, von Müttern zu erzählen, die ihre Kinder verlassen. Das war auch mein erster Gedanke. Er ist und bleibt ein Schwein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass er seine Tochter hier zurücklässt. Das sind ganz niedere Motive, die diese Menschen dann bewogen haben, ihre Kinder oder ihre Familie in Stich zu lassen. Hierfür gibt es keine Entschuldigung. Du würdest heute kein 12-jähriges Kind mehr allein lassen. Also ich nicht. Jahre trennte sie der eiserne Vorhang. So wie bei Zehntausenden zurückgelassenen Kindern stehen zwischen ihnen viele Fragen. Kann eine Tochter verzeihen, dass die eigene Familie ohne sie aus der DDR flieht? Wie lebt eine Mutter mit ihren Schuldgefühlen? Wenn ich das gewusst hätte, ich wäre nie nach Berlin gegangen. Nie. Nie. Ich wäre eben mit meinen Kindern und ohne meinen Mann in Radeberg geblieben. Rückblick. Genau hier zerbricht im Sommer 1958 das Leben von Christina Erhardt. Ihre Familie, Mutter, Vater, 9 Geschwister, leben damals in der DDR. Christine ist glücklich. Sie ahnt nicht einmal, dass sich der Vater im Widerstand engagiert. Sie ist 11, als sie ihn auf diesem Bahnhof in Sachsen verabschiedet. Mein Vater ist nach West-Berlin gefahren und eine Woche etwa bevor meine Mutter fuhr. Und dann habe ich ihn begleitet. Das hat er sich so gewünscht. Und es war schon irgendwie war das ein besonderer Abschied gewesen. Und ja, das war auf diesem Bahnhof. Hier habe ich meinen Vater zum letzten Mal gesehen. Der Vater flieht Hals über Kopf. Er sollte zu einem Verhör. Eine Woche später folgt ihm die Mutter. Sie nimmt nur 4 der Geschwister mit. Die 11-jährige Christine steht plötzlich allein mit 2 kleinen Schwestern und einem Säugling da. In dieser Wohnung im 1. Stock warten die Kinder auf die Mutter. Sie kam aber nicht. Und dann hat mein Bruder mir gesagt, dass wir 24 Stunden warten sollen. Und dann soll ich beim Nachbarn Bescheid sagen, dass unsere Eltern weg sind. Ja, dann sind wir abgeholt worden und dann habe ich noch ein paar Sachen zusammengepackt, habe das Fotoalbum mitgenommen und dann sind wir ins Rathaus gebracht worden. Das war das Ende meiner Kindheit. Der Plan, die Mutter wollte die 4 Kleinkinder am nächsten Tag nachholen. Doch bei ihrer Ausreise aus der DDR gerät sie in eine Kontrolle. Noch einmal zurückzufahren, erscheint den Eltern als zu riskant. Über Berlin zu fliehen war einfach, man konnte auch zurückkommen und jemanden nachholen. Aber man musste natürlich damit rechnen, dass etwas auffliegt, dass irgendjemand sagt, die bleiben drüben. Und dann war es gefährlich, Kinder oder andere Personen nachzuholen. Insofern wäre es auch 1958 sinnvoll gewesen, wenn man sich mit Fluchtgedanken beschäftigt, gemeinsam zu fliehen. Schon 1958 stehen auf Republikflucht bis zu 5 Jahre Gefängnis. Die Eltern lassen die 4 kleinen Kinder in der DDR zurück. Ein folgenschwerer Fehler. Ich war der Meinung, es gibt keine Schwierigkeit. Wir schicken unsere Kinder sofort in einen Zug und wir können sie wieder abholen. Dass sie die Kinder wegholen, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die Kinder der Republikflüchtlinge werden zu Geiseln des Staates. Christine, links im Bild, und ihre kleinen Schwestern Ingrid und Konstanze landen in diesem Kinderheim in Berbisdorf. Christine ist sich sicher, bald kommt sie zu den Eltern. Heute steht das einstige Kinderheim zum Verkauf. Damals lebten hier über 40 Kinder. Ja, irgendwie kommen so alte Bilder hoch von damals und... Ist schon überhaupt ein merkwürdiges Gefühl, hier wieder zu sein. Es war ja so dieses Verrückte, dass ich immer gedacht habe, dass ich eigentlich auf gepackten Koffern gesessen habe, wie man auf gepackten Koffern sitzt, ja. Und immer geglaubt habe, heute kommt jemand und heute sagt dir jemand, alles ist vorbei. 1961, der Mauerbau. Da leben die Kinder schon 3 Jahre im Heim.
irgendwann habe ich dann begriffen, dass ich hier nicht rauskomme. Das war schön. Einige tausend Kinder sitzen zu dieser Zeit im Osten fest. Die DDR lässt die zurückgelassenen Kinder nicht nachreisen. Erst 1964 kommt es zu sogenannten Familienzusammenführungen. Doch Christine und ihre Geschwister begreifen, wir bleiben zurück. Weil immer wieder Kindertransporte in den Westen gingen und wir davon gehört haben, aber wir letztendlich nicht dabei waren. Und uns ist es auch gesagt worden. Diese Gewissheit ist für Christine das Schlimmste. Sie fühlt sich nicht nur verlassen, sie ist es auch. Ich wollte ja hier nicht sein und das war das Gefühl so. Deshalb habe ich mich hier einfach festgehalten gefühlt. Das, was ich nicht sein wollte. Ich wollte woanders sein. Doch sie muss bleiben. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis sie ihre Mutter wieder sieht. Günther Neumann lebte bis zum Herbst 89 in der DDR. Dann flüchtet er in den Westen, lässt Frau und 5 Kinder zurück. Neumann wollte nur eines. Freier Mensch zu sein. Nicht mehr in der Diktatur zu leben, wie wir 40 Jahre dahinter den Stachel dran und Mauern gelebt haben. Seine Tochter Yvonne Neumann arbeitet als Kellnerin. Für die 30-Jährige waren die eigenen Eltern nie Vorbild, sondern abschreckendes Beispiel. Also für mich stand fest, Arbeit, Familie, ein Kind oder zwei, mehr nicht. Ja, Sicherheit, ne? Kein Alkohol, also in solchen Maßen halt, ne? Um dahin zu kommen, wo meine Eltern halt hin sind, ne? Das Elternhaus in Sachsen, zerrüttet. Die Mutter, Alkoholikerin, mit der Erziehung von Yvonne und ihren 4 Geschwistern heillos überfordert. Der Vater Günther, Gelegenheitsarbeiter. Er kann die Familie nicht zusammenhalten und macht sich aus dem Staub, flieht mit dem Fall der Mauer aus der DDR. Eine Flucht, die Opfer fordert. Die 5 Kinder bleiben in diesem Heim im sächsischen Baratal zurück. Sie zahlen den Preis für die neue Freiheit ihres Vaters. Das Westfernsehen filmt die alleingelassenen Neumann-Geschwister 1990 und macht auf ihr Schicksal aufmerksam. Sie sind hier, weil der Fadi voriges Jahr in den westlichen Teil von Deutschland gegangen ist. Und er nimmt sein Erziehungsrecht nicht mehr wahr. In der Wendezeit berichten Zeitungen fast täglich über Eltern, die ihr Glück im Westen suchen, ohne ihre Kinder, die oft ja nur ein Klotz am Bein sind. Die Heime sind voll in jenen Monaten. Die Schicksale rühren die Zuschauer. Experten gehen von mehreren 10.000 verlassenen Kindern aus. Man geht nach drüben, man ist geblendet von dem Wohlstand. Und da denkt man nicht mehr an die Kinder, die vielleicht ohnehin als Last empfunden wurden. Also das sind ganz niedere Motive, die diese Menschen dann bewogen haben, ihre Kinder oder ihre Familie in Stich zu lassen. Hierfür gibt es keine Entschuldigung. Wir kehren mit Yvonne Neumann und ihren Schwestern Kathleen und Antje zurück an den Ort ihrer Kindheit. Das Heim in Baratal ist längst geschlossen. Hier treffen sie ihre Ersatzeltern, die ehemaligen Heimleiter Kurt und Anne-Rose Riebe. Oh, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Und wohnst du in der Wohngemeinschaft? Ja. Ja. Und mit wie viel zusammen? Mit 10 Bewohnern. Das war ja eine richtige Truppe, ne? Ja. Eine Kindheit im Heim. Yvonne ist damit besser fertig geworden als ihre Geschwister. Sie hat als einzige einen Schulabschluss und Beruf. Über die Zeit im Heim kann sie sogar lachen. Da stand der Tisch hier und die ersten Jungs, wo wir hier von Fleurop die Blumensträuße gekriegt haben, die Rosenkränze sind da, hab ich noch und Thomas, die oben hier im Busch tun kein Geld. Flüchtige Augenblicke des Glücks. Sehnsucht nach den Eltern gab es immer, sagt sie, einerseits. Andererseits wussten Yvonne und ihre Geschwister noch genau, wie schlimm die Zustände zu Hause gewesen waren. Ja, man sieht's ja auch. Wenn kein Geld für Essen da ist,
Ja. Bierflaschen da stehen. Und nicht nur das, wenn die Mutter auf dem Sofa sitzt, mit der Anschau auf dem Arm und in der anderen Hand die Bierbrille. Mhm. Und wird zwei eingesperrt, damit sie uns nicht tun kann. Fünf Kinder, Arbeitslosigkeit, Alkohol. Nee. Ja. Der Vater war arbeiten und die Mutter hat es versoffen. Das alles waren längst nicht mehr die Probleme ihres Vaters Günther Neumann in seinem neuen Leben nach der Flucht. Für mich war es ein Gefühl der Freiheit. Endlich. Endlich frei. Aber wiederum meine Kinder. Und immer wieder die Sorgen, was machen meine Kinder? Ob sich ihr Ex-Freund diese Frage je gestellt hat? Claudia Sachse im Amtsgericht Leipzig. Hier kämpfte sie um Unterhalt für ihre Tochter. Ihr Lebensgefährte hatte sich einfach aus dem Staub gemacht, als es mit der DDR zu Ende ging. Freiheit statt Familienleben. Nach jahrelangen Prozessen stellt sie ihn hier zur Rede. Und da habe ich ihn sitzen sehen, auf der Bank hier, auf dieser. Und da bin ich hin, habe ihm die Hand gegeben und habe gesagt, hallo, ich bin die Mutter einer deiner zahlreichen Kinder, falls du es nicht mehr weißt. Und da war er so perplex, so, na, gesagt hat. Und sein Kumpel war wohl dabei, der hat vor Lachen bald in die Holzkante gebissen. Der wusste gar nicht, wie er tun sollte. Und mir hat es aber viel gegeben, ihn so perplex zu sehen. Ein wenig Genugtuung gegenüber dem Mann, der sie so oft betrogen hatte. Von den vielen Seitensprüngen ihres Ex-Freundes hatte Claudia Sachse nur durch Zufall erfahren. Wir saßen auf dem Jugendamt und wollten die Unterhaltsfrage klären. Und da kommt man ins Gespräch mit den Muttis. Und da ist auch mal der Name gefallen. Und da gingen bei drei Müttern die Köpfe nach oben. Am Ende stellt sich heraus, ihr Lebensgefährte hat 6 Kinder von 5 Frauen. Unterhalt zahlt er nie. Claudia Sachse muss sich und Tochter Nadine alleine durchboxen. Zurzeit ist sie arbeitslos. Sie verkauft gebrauchte Klamotten im Internet und verdient sich so ein paar Euro zum Leben dazu. Hallo, da bist du ja. Ihre Tochter Nadine, inzwischen 27, kommt fast täglich vorbei. Möchtest du dich mal als Kind noch mal sehen? Vor 20 Jahren erzählte Claudia Sachse ihre Geschichte schon einmal im Fernsehen. Sie hatte damals nur noch Wut übrig für ihn, der heimlich abgehauen war. Das ist ja das Problem. Wer hinterlässt schon seine Adresse, wenn er untertaucht? Einen bemühten Eindruck machten sie ja alle, meint Claudia Sachse. Ich hasse den abgrundtief. Oh Gott. Nadine hört jahrelang nichts von ihrem Vater, der längst im Westen sein Glück sucht. Sie ist schon ein Teenager, als er sich endlich bei ihr meldet. Der hat sich nie um mich gekümmert. Nie. Also ich habe nie einen Anruf von dem Mann gekriegt. Und dann, als er dann plötzlich da war, hat er versucht, einen super Papa zu spielen. Hat sich aber trotzdem, hat weiterhin gelogen und Sachen verheimlicht. So wie 1989. Da nutzt er den Zusammenbruch der DDR. Wie so viele andere macht er rüber in den Westen. Stiehlt sich aus seiner Verantwortung. Claudia Sachse ahnt nichts, erfährt nur durch Zufall davon. Das Schwein. Das war mein erster Gedanke. Er ist und bleibt ein Schwein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass er seine Tochter hier zurücklässt. Ich konnte ja nicht wissen, dass er so viele Töchter zurückgelassen hat. Aber mir ging es in dem Moment um mein Kind und da war ich war wütend. Wütend, verzweifelt. Weil ich mir auch nicht vorstellen konnte als Mutter. Das ist das Größte, was für mich in meinem Leben existiert hat. Und da konnte ich das nicht begreifen, dass ein Vater anders denkt. Über die offenen Grenzen strömen unzählige DDR-Bürger in den Westen. Auch zehntausende Väter können der Versuchung nicht widerstehen. Wie im Fall von Claudia Sachses Ex lassen sie ihre Familien für die neue, unverhoffte Freiheit zurück. Es gab eben auch Männer, die gedacht haben, die Familie ist eine Last für mich, gehst in den Westen und baust dir eine neue Existenz auf, gehst arbeiten dort, du wirst gebraucht. Also das hat Familien auseinandergerissen. Das deutet aber darauf hin, dass so stabil die Familien nicht gewesen sein konnten, denn sonst hätte so ein Ereignis nicht zu diesen Folgen geführt, tausendfach. Mit diesem Kapitel der Wendejahre hat Nadine längst abgeschlossen. Ihr eigener Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Sie selbst hat heute 3 Töchter. Seit ich Kinder habe, kann ich es halt noch weniger verstehen, dass
dass man sein Kind oder seine Kinder alleine lassen kann. Also ich würde für nichts viel weinen. Ich gehe mal, ja. Ihr Vater aber nutzte die Chance und machte einfach rüber. Kein Blick zurück. Freiheit, wie er sie verstand. Regisseur Christian Schwocho hat sich intensiv mit dem Thema Flucht beschäftigt. Aus dem Stoff machte er 2008 den Kinofilm Novemberkind. Er erzählt von Anne, die in den Westen flieht und ihre kleine Tochter Inga zurücklässt. Inga wächst bei ihren Großeltern in der DDR auf. Das ist ein großes Tabu überhaupt, von Müttern zu erzählen, die ihre Kinder verlassen. Geht sowas überhaupt? Gibt es Mütter, die ihre Kinder verlassen, ob über die Mauer oder nicht? Und insofern war das natürlich etwas komplexer, sie psychologisch so zu führen, dass man auch eine Art von Verständnis hat. Christian Schwocho recherchiert unermüdlich für den preisgekrönten Film. Doch als er Novemberkind weltweit auf Festivals zeigt, ist er vollkommen verblüfft. Plötzlich erzählen ihm Zuschauer in der ganzen Welt von ihrem eigenen Schicksal. Er trifft Dutzende zurückgelassener Kinder. Eine Erzählung geht ihm besonders nah. Die Familie hat in den 70ern die DDR verlassen und sie wusste, ihre Mutter hat die zwei Kinder, die zwei älteren Geschwister und ihr Bügeleisen nur mitgenommen, weil sie gesagt hat, das braucht man im Westen, wenn sie sich dort für die Arbeit vorstellt, braucht man ein Bügeleisen, um sich die Bluse ordentlich zu machen. Bei vielen verlassenen Kindern weckt der Film Erinnerungen an ihre eigene Kindheit. Die Flucht für sie oft ein Trauma. Wenn über Flucht erzählt wird, wird Flucht in der Regel zu einer Heldentat stilisiert, weil das natürlich sozusagen das Spektakulärere ist. Und ich glaube, dass es sehr viel mehr wehtut, sich mit den Menschen zu beschäftigen, die vielleicht emotional nie dort angekommen sind oder die eben jemanden zurückgelassen haben, möglicherweise auch aus einem Egoismus oder weil die Dinge so kompliziert waren. Am Ende des Films sucht Inga ihre Mutter. Doch die ist an dem Unglück zerbrochen und gestorben. Keine Anklage, keine Auseinandersetzung, kein Happy End. Für uns war das relativ früh klar, dass es diese große Versöhnung zwischen Mutter und Tochter am Ende nicht geben können wird, weil das wäre eine völlig neue, andere Geschichte, die man aufreißen würde. 91, 1, 1. Schwocho dreht bereits einen neuen Film, Die Unsichtbare. Das Thema deutsche Teilung lässt ihn nicht los. Christine Erhardt auf Reise in die Vergangenheit. Nach der Flucht ihrer Eltern wächst sie im Heim auf. Treffen mit Klassenkameradin Brigitte. 40 Jahre haben sie sich nicht gesehen. Gemeinsame Jugend, Teenagerzeit. In der Freundschaft gab es Tabus. Aber wusstest du, warum ich im Heim war? Nee. Ach, das weißt du gar nicht. Den Grund so, das haben wir eigentlich nie gewusst. Nein? Nein. Ah. Ja, wir Kinder haben wahrscheinlich auch nicht darüber gesprochen. Ja, die Schule war für mich ein Stück wie zu Hause, weil Schule war die Normalität und das Kinderheim war nicht die Normalität. Sie findet Anerkennung in der Schule. Das Heimkind wird zur Klassenbesten. Besuch bei ihrem alten Lehrer, damals ihre Vertrauensperson. Er ist stolz auf ihre Leistung. Nach der Schule ein Wendepunkt. Christine findet sich damit ab, in der DDR zu bleiben. Sie will endlich leben, ohne Trauer und Schmerz. Sie macht eine Ausbildung zur Krankenschwester und mit 18 bekommt sie ihren ersten Sohn. Hochzeit, Krise, Trennung. Alles ohne die eigenen Eltern. Als ihr Vater stirbt, lässt die DDR sie nicht ausreisen. 1980 das erste Wiedersehen im Westen, nach 20 Jahren Trennung. Für Mutter und Tochter ist es wahnsinnig schmerzhaft. Als dann 1989 die Mauer fällt, finden sie endlich wieder zusammen. Eine Bekannte von uns, ne? Mit ihrem Kind auch. Genau. Mutter und Tochter mit dem Familienalbum, das Christine als Kind aus der Wohnung gerettet hat. Jahrelang einte sie die Wut. Ich brauchte ja einen Schuldigen. Das war der Staat. Das war der Staat. Das war klar, der Staat. Das war nur der Staat. Doch irgendwann realisiert Christine die Schuld der Eltern. Und da hatte ich schon auch Wut auf dich und Zorn auf dich. Und da habe ich gedacht, wie kann man seine Kinder oder wie konntest du uns alleine lassen?
Es war ja nicht von dir geplant. Überhaupt nicht. Abgesehen davon, du würdest heute kein 12-jähriges Kind mehr allein lassen. Also ich nicht. Ich würde auch keines meiner Kinder, hätte auch keines meiner Kinder alleine gelassen. Was ich ja sage, Christine, wenn ich gewusst hätte, aber das wusste Warum ich ja geht's nicht. Es geht ja, mehr um mein Gefühl. Das war ja für mich ein Trauma gewesen, diese Trennung. Ja. Ich war ja wirklich, ich sage einfach mal, ich war 2 Jahre konnte ich überhaupt kein Kind sein. Ja. Du kamst ja verlassen vor, allein gelassen. Und das ist ja auch so ein Gefühl, das hat mich ja wirklich mein Leben lang begleitet. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann man ja auch nicht vergessen. Das Trauma lastet auf der ganzen Familie und auch den Eltern und Geschwistern bringt ihr Leben im Westen nicht das ersehnte Glück. Kinder hatte ich 13. Eine Liste mit den Geburtsdaten der 13 Kinder. 3 davon bekommen sie noch nach der Flucht im Westen. Doch nach dem frühen Tod des Mannes folgen viele weitere Schicksalsschläge. Als mein ältester Sohn gestorben ist, da bin ich zusammengebrochen. Damit bin ich nicht fertig geworden. Aber im Laufe der Jahre, wie sagt man so schön, Zeit halt Wunden. 6 Kinder sind mittlerweile tot. 3 von ihnen haben sich das Leben genommen. Ich gehe dann ins Gebet und sage, lieber Jesus, gib mir die Kraft, dass ich damit auch fertig werde. Oder wenn ich es wieder geschafft habe, dann sage ich, ich danke dir dafür, dass du mir wieder geholfen hast. Mutter und Tochter haben eine komplizierte Beziehung. Die Aussprache hilft zwar, Wunden zu heilen, doch die falsche Entscheidung von einst ist nicht wieder gut zu machen. Ich sag einfach mal, ich denke schon, an uns ist auch ein Stück ein Exempel statuiert worden. Und es wurde ganz eindeutig gesagt, die Blasche Kinder kommen hier nicht weg. Ja. Und so war es dann. So war es nachdem. Ja. Wenn ich das alles mal gewusst hätte, dann hätte ich die Flucht gar nicht gemacht. Dann wäre ich halt mit den Kindern allein in der DDR geblieben. Also wenn ich das geahnt hätte, was ich heutzutage auch alles weiß, das hätte ich nicht gemacht. Niemals. Niemals. Nein. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Vieles ist kaputt gegangen. Doch beide haben noch die Chance, aufzuarbeiten, was passiert ist. Christine hat ihrer Mutter verziehen und gelernt, mit ihrer Vergangenheit zu leben. Was passiert ist, kann auch Enrico nicht vergessen. Trotzdem wohnt der älteste der 5 Neumann-Geschwister heute beim Vater in Saarbrücken. Sie leben von Hartz IV und 1-Euro-Jobs. Enrico hat mit dem Vater seinen Frieden geschlossen. Egal, was damals passiert ist, ist passiert. Man kann es in dem Sinne auch nicht mehr rückgängig machen. Und auf eine Art und Weise war ich böse auf meine Eltern. Das stimmt schon. Ich habe es auch meinen Eltern auch manchmal zu spüren gegeben. Oder gezeigt. Aber irgendwann habe ich auch gesagt, das ist mein Vater. Er hat uns 5 großgezogen, noch zu dem Zeitpunkt, wo wir noch zusammen waren. Und alles andere ringsherum ist egal. Und da will ich ihm von meiner Seite noch was wieder hingeben. Bis heute wehrt sich Günther Neumann gegen den Vorwurf, dass ihm sein eigenes Glück wichtiger war als das seiner Familie. Immerhin habe er seine Kinder mal nach Saarbrücken geholt, aber da sei das Sorgerecht schon weg gewesen. Ich hatte die Absicht gehabt, die Kinder hier zu behalten, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber alle haben sie gesagt, mach's nicht, schaffst du lieber wieder retour. Du kommst so in Teufelskisch, du kommst da nie wieder raus. Yvonne und ihre Geschwister zahlten den Preis. Eine Kindheit im Heim, abgeschoben von den eigenen Eltern. Heute sehen sie zum ersten Mal die Fernsehbilder von damals. In Baratal, einem sächsischen Dorf, ganz nah an der Grenze zur Tschechoslowakei, wohnen Kinder, abgeschnitten und fast vergessen von der Welt. Einsam wie die 7 Zwerge, ohne Eltern und ohne Heimat. Ich
Vater. Der Blick in die eigene Vergangenheit schmerzt die Geschwister. Ja, das bewegt einen. Es ist dort schon drin, ne? Das ist eigenartig, ja, das berührt einen. Das kann man nicht vermeiden. Tränen, die die Heimleiter gut verstehen können. Die haben sich eben dort geborgen gefühlt, das war ja zu Hause in der Zeit. Aber das Eigentliche, das Emotionale, was die Eltern geben müssten, das konnte man an dem Anfang nicht, das war nicht möglich. Für Yvonne ist klar, das Verhältnis zum eigenen Vater wird nie wieder unbelastet sein. Wie viele Jahre warst du denn eigentlich bei Paul Moss? Ich gehe mit anderen vielleicht herzlicher um. Ich auch. Als mit ihm, aber das ist auch, weil man sich nicht sieht, den Kontakt nicht so hat am Telefon. Ja gut, jetzt habe ich keine Zeit, legst eben auf, ne? Dass dort das Verhältnis einfach fehlt. Das kann man schlecht erklären. Also ich würde es jetzt nicht als Vater bezeichnen. Das würde ich anders definieren. Yvonne hat damit längst abgeschlossen. Ihre Mutter starb vor einigen Jahren. Hier in der Nähe von Dresden baut sie an ihrem neuen Leben. Zusammen mit ihrem Freund Jens. Der ist sich sicher, Yvonnes schwierige Kindheit hat sie vor allem stärker gemacht. Hallo. Sie hat das schon geprägt irgendwo. Die setzt sich immer irgendwo durch. Also mit allem, was sie sich im Kopf setzt, das will die auch haben. Ne? Und das ist, seit ich sie kenne, ist das so. Mhm. Wo haben Sie sich eigentlich kennengelernt, die beiden? Auf dem Fußballplatz. Auf dem Fußballplatz, ja. Sie war mit einem Mitspieler in einer Beziehung. Und hat sich halt so ergeben, ich wollte das eigentlich nicht, aber sie hat sich, wie gesagt, den Dickkopf durchgesetzt und sich alles geholt, was er haben will. Ja, das habe ich nicht. Und seitdem sind wir zusammen, ne? Genau, deswegen machst du das schön ordentlich. Nach den vielen Jahren im Heim hat Yvonne ihren Platz im Leben gefunden. Weihnachten wollen sie schon im eigenen Haus mit den Eltern ihres Freundes feiern, die ein Stück weit auch ihre Eltern geworden sind. Würde ich mal meinen, der Eltern, dass die mich so akzeptieren, wie ich bin, mich lieb gewonnen haben, ja, und ich sie auch. Deshalb kann ich ja Mama, Papa sagen. Richtig. Ja. Das ist schön so. Die Vergangenheit lässt sich nicht abschütteln. Doch Yvonne will das Beste daraus machen, arbeitet mit ganzer Kraft an ihrer Zukunft. Die verlassenen Kinder der DDR. Drei Leben, bei denen die deutsche Teilung Schicksal gespielt hat.